Kollege Martin Ernst gerade auch gezeigt hat. Es geht uns sehr stark darum, dass eben die geschichtliche Darstellung im Alten Testament wie auch im Neuen Testament ebenso ernst zu nehmen ist, weil wir glauben, die Bibel ist Gottes Wort. Es geht heute Morgen primär um die Frage, haben wir Hinweise für das Volk Israel in Ägypten und auch anschließend in Kanaan. Neue Ergebnisse, wie auch neue Überlegungen. Die Forschung geht immer weiter, es entstehen neue Fragen, womit man sich zu befassen hat aus der Forschung. Das Gesamte baut auf Arbeiten, die wir bereits veröffentlicht haben. Links zu sehen, Volk ohne Ahnen, ein Buch, wo es primär geht um die Erzväter, die Stammesväter Abraham, Isaac und Jakob und auch die Israeliten in Ägypten, wie auch das zweite Buch Keine Posaunen vor Jericho, bereits in der dritten Auflage, 2018 neu erschienen, mit ein paar Zusatzartikel drin, wo auch schon ein paar Fragen angesprochen werden, womit wir uns heute Morgen nochmal befassen wollen. Ja, womit möchten wir uns heute Morgen befassen? Ganz kurz darauf zurückkommend, was uns auch wichtig ist, was ist das biblische Datum? Wann hat Exodus und Landnahme stattgefunden? Dann wird es klar werden, dass wir ein frühes und ein spätes Datum des Exodus haben. Ja, wie kam es überhaupt dazu, dass es ein spätes Datum für den Exodus gibt, obwohl dieses Datum in der Bibel selbst nicht zu finden ist. Es geht dann letztendlich auch nochmal darum, ja, wie das späte Datum der Landnahme versagte, weil es gibt nun Hinweise dafür, dass diese Theorie so nicht mehr zu halten ist. Aber wer sagt, wie es nicht gewesen ist, sollte natürlich auch beantworten oder versuchen zu beantworten die Frage, wann Israel dann wirklich auch in Ägypten gewesen sein könnte. Den klassischen Autoren zufolge, den Archäologen, archäologischen Ausgrabungen zufolge. Wann war eben die Zeit des Auszugs? Es geht hier um ein paar andere Fragen auch, Pharaos Reiterei. Es wird dargestellt, wie Pharao die Juden, die Israeliten, als sie Ägypten verlassen haben, mit seiner ganzen Wagenmacht hinterher ist und sie ertrunken sind im Schilfmeer. Dafür brauchte Pharao natürlich Pferde und Wagen. Und das ist immer wieder gesagt worden, gibt es in dieser Zeit, wo wir Exodus und Landnahme vermuten, tatsächlich eine Reiterei. Dann, wer war der Pharao des Auszugs? Das kann natürlich nur Mutmaßung bleiben. Die Route des Exodus und die Inschriften vom Sinai ist ein wichtiges Thema auch, weil immer wieder gefragt wird, ja, wo liegt nun der Berg Horeb? Traditionell in der Sinai-Wüste oder weiter östlich auf der arabischen Halbinsel und wir hätten es vielleicht mit den Jabal al-Laut zu tun. Meiner Meinung nach ist es weiter westlich zu suchen, darauf möchten wir nochmal eingehen und dann eben auch die Inschriften vom Sinai aus der Zeit, erste Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus, könnten das vielleicht auch israelitische Inschriften sein, aus der Zeit der Israeliten in Ägypten, aus der Zeit Moses. Und dann eben noch knapp auch nochmal eingehend auf die Frage, ja, Zeit der Landnahme, was haben wir konkret als archäologische Indizien dafür? Bevor wir damit anfangen, muss man immer die Frage stellen, ja, wann war das dann gewesen? Wann war es nach der biblischen Vorstellung gewesen, das biblische Datum des Exodus und der Landnahme? Nun, nach 1. Könige 6, Vers 1, hier als Zitat, und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Ziv, das ist der zweite Monat, da baute er das Haus für den Herrn. Aufgrund dieses sogenannten Abstandsdatum wird behauptet, dass vor der Regierung von König Salomo, etwa grob 970 vor Christus,
480 Jahre früher der Exodus stattgefunden haben soll. Wir wären somit etwa Mitte des 15. Jahrhunderts vor Christus, 1450, als biblisches Datum für den Exodus. Nach der Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, soll die Periode nicht 480, sondern 440 Jahre gedauert haben. Somit wäre eher der Exodus kurz vor 1400 gewesen. Dass dieses Datum aus der Septuaginta jedoch eher unwahrscheinlich ist, lässt sich anhand von einem weiteren Zitat aus dem Richterbuch, Kapitel 11, Vers 26, erhärten. Nämlich, dort lesen wir, während Israel in Heschbon liegt östlich des Jordangrabens, Heschbon wohnte und in seinen Töchterstädten und in Aroer und in seinen Töchterstädten und in all den Städten, die längs des Arnon liegen, das ist das Gebiet östlich vom Toten Meer, 300 Jahre lang. Warum habt ihr sie uns denn nicht in jener Zeit entrissen? Es gibt eine relativ leichte Verbindung, wann Jephtha gelebt hat. Wir reden hier vom Richter Jephtha, seine Zeit. Das muss um 1100 vor Christus gewesen sein. Da steht dann, die Israeliten haben bereits seit 300 Jahren in Kanaan gelebt. Rechnen wir zurück, hätten wir eine Landnahme so etwa um 1400. Damit sind die 480 Jahre in 1. Könige 6, Vers 1 richtig und nicht die 440 nach der Septuaginta. Es ist in jüngerer Zeit vor allem auch von Roger Libby, ein Schweizer Wissenschaftler, vermutet worden. Er ist da nicht alleine. Es gibt noch weitere Vertreter einer ähnlichen Theorie, die behaupten, dass eben der Auszug aus Ägypten deutlich früher gewesen wäre. Er akzeptiert also die 480 Jahre vor Salomo nicht. Kommt dann auf ein Datum 1606 für den Exodus, also man muss sagen, mehr als 150 Jahre früher als das biblische Datum. Wie er das machen kann, ist, dass er einfach einen bestehenden Synchronismus zwischen König Ahab im 1. Königebuch, Kapitel 18, wo Ahab auch erwähnt wird als König von Israel, und assyrische Annalen aus seiner Zeit, nicht erwähnt in der Bibel, aber wir wissen das aus archäologischen Funden, Annalen aus Assyrien, dass Ahab ein Zeitgenosse war von dem König Salmanasse III. Von Assyrien. Diesen König können wir exakt datieren, sodass wir annehmen müssen, dass König Ahab noch um 853 vor Christus gelebt hat. Nach der Vorstellung Libys muss Ahab bereits vor 890 gestorben sein. Entweder schiebt er Salmanasse III. Deutlich höher als erlaubt ist, das geht nicht, oder das alles ist etwa 40 plus Jahre später gewesen. Und somit ist schon im Grunde das Datum 1606 hinfällig. Also 1450, rundes Datum für den Exodus, 1410 für die Landnahme. Natürlich ist es so, dass die meisten Wissenschaftler, die irgendwie noch daran festhalten wollen, dass es überhaupt einen Exodus oder eine Landnahme gab, diese Ereignisse deutlich später datieren, nämlich im 13. Jahrhundert vor Christus, 200 Jahre nach dem biblischen Datum. Aber wie kam es dazu, dass man eben diese Ereignisse 200 Jahre später datiert hat? Wie das späte Datum des Exodus zustande kam, Ramses II. Eine fehlerhafte Identifikation. Natürlich gibt es auch dafür vielleicht eine Indizie, wie es dazu kam, sicherlich. So lesen wir im Alten Testament im Buch Exodus 1, 2. Mose 1, die Verse 8 bis 11. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Josef, der Erzväter, der auch Unterkönig gewesen war in Ägypten, und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir.
Und die Israeliten bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Eine dieser Städte heißt Ramses und wir wissen auch, dass Ramses II. Eine Stadt gebaut hat und diese Stadt also eben Ramses genannt hat. Das ist bekannt aus der Archäologie. Aber im Buch Genesis, Kapitel 47, lesen wir ebenfalls, dass der Pharao zur Zeit von Josef, als Jakob nach Ägypten kam, zu Josef sagte, das Land Ägypten steht hier offen. Lass sie am besten Ort, also deine Geschwister, dein Vater, sie am besten Ort des Landes wohnen. Sie mögen im Lande Goshen wohnen, das ist das östliche Nildelta. Josef gab ihnen Besitz im besten Teil des Landes, im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Zur Zeit von Josef hieß das Land noch nicht Ramses, wie alle Wissenschaftler akzeptieren. Das muss lange vor Ramses gewesen sein. Ja, was hat das nun mit der Zeitangabe zu tun? Als Wissenschaftler bereits im 19. Jahrhundert den Namen Ramses im Text begegneten, sind sie davon ausgegangen, dass die Israeliten zur Zeit von Ramses in Ägypten gewesen sein müssen. Aber es scheint hier lediglich um einen Ortsnamen zu handeln. Israel baute den Ort, wo Ramses II. Ebenfalls seine Stadt gebaut hat. Aber ob das zur Zeit von Ramses II. War, steht im Text selber nicht. Denn wie in Genesis 47 könnte es sich um einen jüngeren Namen handeln. Wir sprechen heute auch nicht mehr. Wenn ich unterrichte an der Uni in Mainz, dann sage ich nicht, ich gehe nach Mogontiacum, obwohl dieser Ort in der Römerzeit so geheißen hat. Wir wissen alle heute, dass es Mainz ist. Wenn ich davon spreche, heute sagt die Römer, als sie in Mainz waren, wissen wir ebenfalls, dass das damals nicht Mainz hieß, sondern Mogontiacum. Aber das weiß nicht jeder. Es gibt auch den Namen für York, zur Zeit der Römer Ibaracum. Aber wer weiß das schon? Man redet heute von, die Römer waren in York. Nein, sie waren nie in York, sie waren in Ibaracum. Aber so werden Namen, ändern sich über Zeit. Und damit der Text verständlich bleibt, ist also hier nicht festgelegt, dass die Israeliten auch tatsächlich zur Zeit von Ramses in Ägypten waren. Auf wen geht diese Feststellung zurück, zumindest höchstwahrscheinlich, dass Israel zur Zeit von Ramses in Ägypten war? Jemand, der da wirklich großen Einfluss gehabt hat, war Karl Richard Lepsius im 19. Jahrhundert, ein großer Ägyptologe, deutschsprachiger Ägyptologe. In mehreren seinen Aufsätzen betont er nämlich, dass Ramses II. Zwar nicht der Pharao des Exodus, sondern der Pharao der Sklaverei war und sein Sohn Merimta der Pharao des Auszugs. Damals jedoch datierte man diese zwei Pharaonen 100 Jahre früher oder sogar mehr als 100 Jahre früher, als man dies heute tut. Er ging davon aus, dass der Auszug etwa um 1319 geschehen sein könnte. Aber er machte da einen großen Denkfehler. Ich möchte da die Arbeit dieses Mannes nicht schmälern, aber es gibt einen klaren Denkfehler. Er meinte, es gibt dafür einen Grund zu glauben, dass zur Zeit um 1320 ein Pharao in Ägypten herrschte, der Merimta hieß. Nach der ägyptischen Kalender soll im Jahre 1321 die Ära des Menophres ausgerufen worden sein. Heute weiß man, dass das nichts mit Merimta zu tun hat, sondern dass es wahrscheinlich nur ein Ort ist. Der griechische Name für Memphis, ein zweiter Name für Memphis, wo diese Erscheinung der aufgehende Sotis-Stern beobachtet wurde, hat nichts mit Merimta zu tun. Das wusste Richard Lepsius nicht. Lepsius zitiert zudem
den Historiker Idela 1831 und datiert den Auszug auf etwa 1320. Wenn man sich mit Idela befasst, merkt man sehr schnell, dass Idela den Auszug nicht auf 1319 datierte, wie Lepsius das tat, sondern auf 1314. Es ist allerdings sehr erhellend zu sehen, wie Idela zu diesem Datum kam. Idela datierte nämlich das erste Regierungsjahr von König Salomo auf 834 vor Christus. Etwa 140 Jahre später, als man den Salomo heute datieren würde. Er wusste nicht, wann Salomo lebte. Idela jedoch akzeptierte die volle 480 Jahre zwischen Salomo und dem Auszug. Ausgehend vom Jahr 834 bekam er das Datum 1314, was ja für Lepsius ziemlich nah dran war an 1319. Aber das war, weil Idela 1834 für Salomo akzeptierte und nicht wie heute 970. Natürlich merkte Lepsius, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Lepsius akzeptierte in etwa das Datum, das wir heute für Salomo ebenfalls akzeptieren. Merkte allerdings, wenn er da von 480 Jahren ausgeht, dass er dann ein Datum im 15. Jahrhundert bekommt, was für ihn nicht ging, weil er war so überzeugt davon, dass Ramses II. Der Pharao der Sklaverei und Meremta der Pharao des Exodus war. Und er wusste, Meremta muss man etwa um 1320 datieren, wie das heute allerdings alles nicht mehr gültig ist. Also er geht von einer ganz anderen Erklärung für die 480 Jahre aus. Er sagt, es sind so etwa 11 Generationen von 33 Jahren. Er basiert das auf Regierungslängen von Königen von Sparta. Sehr, sehr spekulativ alles. Darauf basiert das Datum während der Regierung von Ramses II. Und Meremta. Das würde kein Ägyptologe heute mehr akzeptieren. Dann sprach er noch davon, ja, es hätte Apiru gegeben in Ägypten, die damals als Bauleute angestellt waren. Es waren nur wenige Leute gewesen. Er ging davon aus, Apiru ist Hebräer. Heute wissen wir, es ist ein sozialpolitisches Appellativum-Begriff, um eben Leute, die am Rande der Gesellschaft gelebt haben, anzudeuten. Sie haben nicht direkt, sind nicht direkt eins zu eins mit den Hebräern gleichzusetzen. Nach dem Tod von Lepsius entdeckte man in Ägypten sehr schnell die bekannte Meremta-Stele. Auf die Meremta-Stele, worauf wir noch zu sprechen kommen, wird Israel bereits in Kanaan erwähnt. Mit anderen Worten, er kann nicht der Pharao des Auszugs gewesen sein, weil damals war Israel schon in Kanaan. Das hat Lepsius nicht wissen können, aber das ist eben das Spannende an der Archäologie. Man lebt von neuen Entdeckungen. Was heute noch richtig sein kann, kann morgen falsch sein. Ja, zur Zeit des Neuen Reiches, ein wichtiger anderer Punkt, und wir werden das noch mal kurz erwähnen, fehlen sonst auch jegliche Indizien dafür, dass ein größeres Volk Israel in Ägypten gewesen ist. Zur Zeit von Ramses, zur Zeit von Meremta, gibt es kein größeres Volk der Vorderasiaten in Ägypten. Wie das späte Datum der Landnahme um 1200 versagte. Noch ausgehend von einem Exodus zur Zeit von Ramses II., der ja heute auf die Mitte des 13. Jahrhunderts datiert wird, nicht mehr wie Lepsius, 100 Jahre früher, so hat man eben dann die Landnahme etwa auf 1200 vor Christus angesetzt, ausgehend von Ramses II., sobald man die Stele gefunden hatte von Meremta, wusste man, naja, dann muss es Ramses II. Gewesen sein, als Pharao des Exodus. Und davon gehen noch so manche Leute aus, weil Meremta ja nicht mehr dafür, für diese Rolle kandidierte.
Aber dieses späte Datum für die Landnahme hat sich gezeigt schon bald, dass dies so nicht übereinstimmt mit den Angaben der Bibel. In der Bibel, nachdem die Israeliten 40 Jahre in der Wüste gewesen sind, nehmen dann das Land Kanaan ein und ein nach der andere Stadt wird erobert und wichtig ist vor allem auch die Einnahme der Stadt Jericho, kurz nachdem die Israeliten den Jordan überquert haben. Aber bereits mehrere Archäologen, die länger auf Tell el-Sultan, das antike Jericho, gegraben haben, stellten fest, dass zur Zeit von Ramses II. Meremta am Ende des 13. Jahrhunderts Jericho gar nicht bewohnt gewesen ist. Die letzte große Stadt, die es auf Jericho gab, war bereits im 16. Jahrhundert um etwa 1550 vor Christus zerstört worden. Noch kurz zwischen 1400 und 1300 war auf dem Tell eine Bauernsiedlung gebaut worden, aber es war nicht ummauert gewesen, es entspricht nicht die Vorstellung, wie wir das aus der Bibel kennen, dass eine stark befestigte Stadt zerstört worden war. Darauf hat bereits mein ehemaliger Doktorvater John Bimson 1978 hingewiesen, dass die Verbindung gar nicht stimmt mit der Bibel, übereinstimmt mit der biblischen, mit den biblischen Angaben. Aber er spricht nicht nur von Jericho, wo eben tatsächlich während des 13. Jahrhunderts vor Christus keine Stadt existiert habe, sondern von vielen anderen im Buch Joshua genannten Orte, die ebenfalls damals nicht existiert hatten. Die Situation ist irgendwann dann ganz klar bei den Archäologen durchgedrungen, sodass man gesagt hat, also so wie es in der Bibel steht, so hat es nicht stattgefunden. Dieses Zitat von Professor Zev Herzog aus Tel Aviv: Nach 70 Jahren intensiver Ausgrabungen in Israel haben Archäologen entdeckt, wir sind nicht ausgezogen. Man hat tatsächlich während des neuen Reiches in Ägypten keine Hinweise gefunden für Israeliten, die da in größeren Zahlen gelebt hatten. Und dann, während des späten 13. Jahrhunderts, wir haben das Land nicht erobert. Während des späten 13. Jahrhunderts vor unserer Zählung gab es keine Mauern, die hätten umstürzen können, sprich in Jericho. Die Stadtkultur Palästinas der späteren Bronzezeit, das ist die Periode vor 1200, zerfiel während eines Prozesses, der mehrere Jahrhunderte andauerte und der nicht durch eine militärische Eroberung, sprich durch Josua, entstanden sein kann. Das wundert auch nicht, weil die Lage in den ägyptischen Quellen eine andere ist. Durch sehr gute Rekonstruktionsarbeiten in Karnak, Theben, hat der Ägyptologe Frank Yurko bereits in den 70er Jahren entdeckt, dass was auf der Israel-Stele von Meremta gesagt wird, dass der König in Kanaan gegen ein Volk Israel gekämpft habe, das für ihn wirklich eine Gefahr war, weil sie wohl von Ägypten als Feind ernst genommen wurden, hat Hugo festgestellt, dass diese Darstellung, die Erwähnung des Krieges gegen Israel auf den Tempelreliefs in Karnak tatsächlich auch zu finden ist. Und er bespricht das und sieht, dass die Israeliten hier als Stadtbevölkerung dargestellt wird mit ihren eigenen Wagen und Pferden. Sie sind eine ernstzunehmende militärische Macht. Kennzeichnend dafür ist das Zitat von Ken Sparks aus dem Jahr 2008, der es auf den Nenner bringt. Er sagt, Meremtas Israel war wahrscheinlich keine kleine Gruppe. Es ist eher wahrscheinlich, dass es schon ein größeres Staatenbund war, ein bedeutender militärischer Gegner Ägyptens. Nicht, dass Israel, das gerade ins Land gekommen war, damals besaß Israel keine eigenen Wagen und Pferden, sondern erst deutlich später. Und so allerdings wird Israel in den Annalen auf den Reliefs von Meremta dargestellt. Auch auf der Meremta-Stele, sogenannte Israel-Stele, scheint Israel eine wichtige Rolle zu spielen.
Aufgrund einer chiastischen Struktur, diese am Ende der Stele sich befindenden Stansa, sehen wir, dass Israel gleich parallel zu Kanaan erwähnt wird. Und wenn Israel Kal liegt, so wird Huru ein weiterer Name für Kanaan zur Witwe. Kanaan wird zur Witwe, wenn Israel geschlagen wird. Das bedeutet, Israel muss eine vorherrschende Macht sein in Kanaan. Wie wir bereits mehrmals hingewiesen haben in verschiedenen Veröffentlichungen, dürfte sogar Israel in einem deutlich früheren Text aus Ägypten erwähnt werden. Und zwar ein Text aus etwa, nach der herkömmlichen Datierung, 1400 vor Christus, wird eine auf dem rechten Namensring, hier rechts rekonstruiert, ein Name erwähnt, der vermutlich als Israel zu lesen ist. Wenn das so ist, bedeutet das sogar, dass nach der herkömmlichen Datierung um 1400 vor Christus Israel für Ägypten bereits ein wichtiger Feind war. Weil wenn es sich um einen nicht wichtigen Feind handelt, haben die Ägypter meistens ihre Feinde nicht namentlich erwähnt. Sie sprechen dann einfach von Beduinenvölker, Halbbeduinen und so weiter. Hier wird der Feind namentlich erwähnt, was bedeutet, es handelt sich um einen ernstzunehmenden Feind. In eine neuere Studie, die ich unternommen habe, aufgrund von Ortsnamenlisten aus dem Neuen Reich in Ägypten, bin ich auf drei Namen gestoßen von Stämme Israels während der 18. und 19. Dynastie. Also noch vor der Zeit von Ramses II. Finden wir bereits in Ortsnamenlisten bezüglich Kanaan, Syrien, Palästina Namen von Stämmen Israels in Ägypten. So ist zum Beispiel der Stamm Ascher, und zwar genau dort, wo die Bibel, das Alte Testament Ascher, lokalisiert, Ascher zu finden. Wir finden auch den Stamm Ruben, zwar und ungefähr dort, wo die Bibel Ruben lokalisiert. Und vermutlich auch den Stamm Issachar, etwa dort, wo auch das Alte Testament Issachar lokalisiert. Teilweise bereits während der 18. Dynastie. Etwa konventionell im 14. Jahrhundert vor Christus leben israelitische Stämme in Kanaan. Das bedeutet, dass Israel deutlich früher, vorher nach Kanaan gekommen sein muss. Wann Israel in Ägypten war? Während des Mittleren Reiches und der Zweiten Zwischenzeit konventionell die Periode 1800 bis 1580 vor Christus. Den klassischen Autoren zufolge, Maneto von Sebennytos, 3. Jahrhundert vor Christus, und Artapanus, ein jüdischer Historiker in Alexandrien, ebenfalls 3. Jahrhundert vor Christus. So sagt Artapanus folgendermaßen: Palmanotes, wir wissen nicht, um welchen König es sich hier handelt, behandelte die Juden schlecht in Ägypten. Zuerst baute er Kessan, ein Ort, Goshen gemeint, und darin den Tempel. Sodann das Heiligtum in Heliopolis. Diese besaß eine Tochter Meris. Er verlobte sie mit Knephres, dem Beherrscher der Landschaft um Memphis, an der Südspitze des Deltas. Denn damals gab es viele Könige in Ägypten. Interessante Bemerkung, die ja zutrifft auf diese Periode, wo wir nach Indizien suchen. Als Knephres die Tüchtigkeit des Mose gemeint, erkannte, beneidete er ihn und suchte eine günstige Gelegenheit, ihn zu vernichten. So schickte er den Mäusers als Feldherrn gegen die Äthiopier mit einem Heer, das zum größten Teil aus Bauern bestand, weil er meinte, das waren ja keine fähigen Kämpfer, er würde tatsächlich geschlagen werden. Und damit wäre das Problem Mäusers in Ägypten gelöst. Also zur Zeit von einem Pharao namens Knephres,
eine griechisierte Form eines ägyptischen Namens. Es ist allerdings unter Ägyptologen allgemein anerkannt, dass Kenephros kein anderer ist als Chanefere Sobek Hotep IV. Der 13. Dynastie. Und das wäre konventionell etwa um 1680 vor Christus. Dann ein Zitat zu finden bei Josephus Flavius, aber stammend von Maneto. Diese Menschen, gemeint sind die Israeliten in Ägypten, wie auch ihre Nachkommen, wurden ebenfalls Hirten genannt und beherrschten Ägypten 511 Jahre lang. Nachdem sie sich mit den Ägyptern auf einen freien Abzug nach Kanaan geeinigt hatten, gaben sie Ägypten auf und sind mit ihren Familien gegangen. Der Fehler, den Josephus Flavius hier macht, ist, er weiß zwar, dass es eine Zeit gab, wo mehrere Jahrhunderte lang Vorderasiaten in Ägypten gelebt haben, aber es war auch die Zeit, vor allem die zweite Hälfte dieser Periode, der Hyksos-Fremdherrscher. Und er unterscheidet nicht zwischen Hyksos und andere Vorderasiaten, die zu dieser Zeit in Ägypten sind. Er schmeißt alle in einen Topf und so meint er, die Israeliten sind die Hyksos. Ja. Archäologische Ausgrabungen zufolge. Die Periode konventionell zwischen 1800 und 1580 in etwa, ist die einzige Periode während der gesamten ägyptisch-pharaonischen Periode, wo wir viele Vorderasiaten in Ägypten antreffen. In Ägypten. Und zwar unter anderem an einem Ort, wo später Ramses II. Ab 1300 vor Christus seine Hauptstadt Pyramese, Ramsesstadt, baute. Aber dieser Ort war ja sehr viel früher bereits bewohnt gewesen. Bereits während des Mittleren Reiches war dies eine wichtige Metropole gewesen. Nämlich unterhalb der Stadt aus der Ramessidenzeit liegt tatsächlich diese ältere Stadt am Ort Ramses, aus der Zeit des Mittleren Reiches. Und so kann man das hier sehr gut sehen, dass eben da diese obere Schicht ist die Stadt von Ramses II. Die Stadt darunter ist die Stadt Avaris aus dem Mittleren Reich, das eben später erst Ramsesstadt zur Zeit von Ramses genannt wurde. Hier fanden Archäologen Siedlungen der Vorderasiaten aus der 12. bis 15. Dynastie in Tell Adaba, so wie der Ort Avaris Pyramese heute heißt, und weitere umliegenden Orten ebenfalls, wo man aus dieser Zeit klare Hinweise gefunden hat, dass dort viele Vorderasiaten gelebt haben. Zum Beispiel in Tell Mashkuta, Tell Radaba, Tell Yahudiye, das noch diesen Namen trägt, Tell des Juden, wie bereits Sir Flinders Petrie Ende des 19. Jahrhunderts erkannte, wie auch weiter südlich in Lahun, wo man ebenfalls auf mehrere Vorderasiaten gestoßen sind. Die früheste Siedlung in Tell Adaba datiert aus der späten 12. Dynastie, konventionell etwa um 1800 vor Christus. Wir schlagen eine etwas kürzere Chronologie vor, das wäre unserer Meinung nach etwa um 1650 vor Christus gewesen. Entsprechend diese Periode, wie dieser grüne Pfeil zeigt, während diese Periode in Tell Adaba archäologisch all diese Schichten repräsentieren die Periode, während welche diese asiatische Bevölkerung hier gelebt hat. Als Indizien dieser aus Kanaan stammende Leute fand man zum Beispiel Waffen oder auch Keramik, die ganz klar darauf hinweisen, dass die Leute vorher in Kanaan gelebt haben. Zur Anfangszeit, links oben zu sehen, gab es ein syrisches Mittelsaalhaus und Villa, wo ein Hochwürdenträger gelebt hat, mit seiner Familie, mit seinen Verwandten dort. Eine Siedlung von etwa weniger als 100 Leuten.
In der Mitte sehen wir Hinweise dafür, dass an dieser Stelle, wo dieses syrische Mittelsaalhaus sich allererst befunden hat, dann ein Palast entstanden ist, wo ebenfalls jemand aus der Mitte dieser vorderasiatischen Bevölkerung eine hohe Position inne gehabt haben soll. Dazu gehört ein Palastgarten mit viele Gräber, eben auch von Vorderasiaten. Auch die Bestattungen zeigen deutlich, dass wir es hier mit Leuten zu tun haben, die ursprünglich aus dem kananäischen Gebiet kamen. Natürlich besitzen wir keine Etikettchen, die uns klar und deutlich sagen, das sind die Israeliten. Aber es ist die einzige uns bekannte Periode während der gesamten pharaonischen Geschichte, wo diese Situation vorliegt. Tatsächlich genau während dieser Periode, 13. Dynastie, also etwas später, nachdem die ersten Vorderasiaten nach Ägypten gekommen waren, haben wir sogar in Ägypten, aus Ägypten, Papyri und andere Inschriften, wo solche Vorderasiaten erwähnt werden. In einem Haushalt in Oberägypten, in Theben, werden viele Sklaven, Haussklaven erwähnt. Und wir sehen ja, wie schlecht erhalten dieser Papyrus ist. Also es dürften noch deutlich mehr Namen erwähnt gewesen sein. Aber etwa 79 Namen von Sklaven werden dort erwähnt. Und mehr als die Hälfte dieser Sklaven waren Westsemiten, Leute aus dem vorderasiatischen, südlevantinischen Bereich. Und sie tragen Namen, die uns hier bekannt klingen, nämlich Issachar, Schifra, Menachem, typisch biblisch klingende Namen. Eine der bekanntesten Archäologen, biblischen Archäologen des 20. Jahrhunderts, hat bereits 1955 behauptet, als er diese Papyrus gelesen hat, man würde eine bedeutsame Beziehung zur israelitischen Überlieferung erwarten. Er sah schon, hier, da muss eine Parallele vorhanden sein zu den Israeliten in Ägypten. Ja, wann sind diese Leute aus Ägypten weggezogen? Es gibt einige Hinweise, dass dies noch vor Ende der Hyksos-Zeit gewesen sein muss. Ich erinnere daran, dass Josephus Flavius oder Maneto meinte, die Hyksos und die Israeliten wären die gleichen gewesen. Archäologisch ist dies nicht zu halten, weil eine größere Gruppe von Vorderasiaten noch vor Ende der Hyksos-Zeit aus Ägypten weggezogen sind. Hier ein Zitat des Archäologen John Holliday, der in Telemaskuta gegraben hat. Am Ende dieser Besiedlung wurde alles mitgenommen und die Bevölkerung verließ die Städte ohne großes Aufsehen und zog von dort weg. Dies geschah noch vor Ende der letzten Hyksos-Besiedlung in Tel Adaba. Also vor Ende der Hyksos-Zeit zogen diese Leute weg. Aus dem Buch von Barbara Siverton, 2009, die Besiedlung in Tel Maschkuta fing bereits zeitgleich mit Stratum E3 in Tel Adaba an und dauerte bis Stratum D3, Tel Adaba ist das gleiche wie das spätere Piramesse, das frühere Avaris, zeitgleich mit der Schichtenabfolge in Tel Adaba, sehen wir, dass hier in Tel Maschkuta diese Leute bis etwa die Zeit von Stratum D3 in Tel Adaba geblieben sind. Anders gesagt, warum sind alle Vorderasiaten aus dem Wadi Tumilat, das ist das biblische Goshen, gegangen und sind nie wieder zurückgekehrt und noch vor Ende der Hyksos-Zeit? Warum? Keine Etikettchen, aber eine große Gruppe von Vorderasiaten ist gegangen. Es war die Periode, wo wir den großen Pfeil sehen, das Verlassen von Tel Maschkuta und noch anderen Orten auch, wo wir ein ähnliches Phänomen antreffen. Noch vor Ende der Hyksos-Zeit sind diese Leute gegangen. Nicht erwähnt, kurz am Rande hier, wir haben auch aus der frühen Hyksos-Zeit haben wir Gräber, wo auch zeigt, dass diese Hyksos im Delta sogar diese Vorderasiaten als Sklaven gehalten haben und wie Sklavinnen vor den Gräbern ihrer Herren und Herrinnen bestattet worden sind.
Ja, es ist oft kritisiert worden, wenn man den Auszug so früh datiert, wir keine Reiterei des Pharaos hätten, weil zu dieser Zeit hätten die Pharaonen noch keine große Wagenmacht gehabt. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Wir wissen nicht, ab wann Streitwagen in Ägypten importiert wurden. Aber wir haben einen Hinweis aus konventionell etwa die Zeit um 1900 vor Christus, wo die Rede ist von Beute. Der Pharao hat Tribut mitgebracht aus Syrien und darunter befinden sich Wagen und Wagenräder und Wagen, die in Ägypten eingesetzt werden. Man hat etwa auch im Süden Ägyptens, in Nordsudan, ein Skelett eines Pferdes aus der Periode etwa um 1700 vor Christus gefunden. Eine Streitwagenmacht in Ägypten ist etwa ab Ende der 13. Dynastie belegt, denn ein General, der Sohn des Pharaos Dedumos, soll auf einen Streitwagen geritten sein, um etwa 1650 oder sogar General der Streitwagenmacht gewesen sein. Auch auch Pharaonen über Mittelägypten zu dieser Zeit, man hat ja erst vor kurzem die Gräber gefunden, man hat an den Skeletten gemerkt, dass diese Leute begabte, talentierte Reiter waren. Und die Hyksos selber haben die Streitwagenmacht Ägyptens optimiert. Sie müssen eine starke Macht gehabt haben. Der Grund wird es, weil sie eine gute Streitwagenmacht hatten, hatten sie sogar es geschafft, Ägypten dann zu erobern. Hier haben wir links ein Skelett von einem Pharao der 16. Dynastie und man hat feststellen können, dass er also auf einem Pferd geritten ist, dass er die meiste Zeit seiner Herrschaft auf dem Pferd geritten ist und auch gegen diese Hyksos gekämpft haben muss. Auf dem großen Bild ist der General, der Königssohn, Khonsu Emwasit aus der Regierung Dedumos zu sehen. Und was wir vielleicht nicht ganz so klar sehen, ist, dass unter seinem Sitz, unter seinem Thron, sind zwei Hände zu sehen. Es handelt sich in Wirklichkeit um zwei Handschuhe. Nicht, weil es in Ägypten friert oder schneit, sondern, wie wir aus vielen anderen Funden wissen, auch aus späterer Zeit, hier aus dem Grab von König Ai, solche Handschuhe wurden benutzt, die Zügel vom Streitwagen zu halten. Und genau solche Handschuhe sind unter dem Stuhl des Generals zu sehen. Kommandant der Streitwagentruppen. Jetzt im letzten Jahrzehnt ist nochmal deutlich geworden, wie komplex die ganze Periode gewesen ist. Die Hyksos, die man bisher etwa 100 Jahre zugerechnet hatte, müssen deutlich länger in Ägypten gewesen sein. Es sieht danach aus, dass nach unserer Vorstellung, wann die Israeliten in Ägypten waren, dass die erste Hyksos zu dieser Zeit bereits in Ägypten waren. Mit anderen Worten, wir haben eine große Streitwagenmacht. Und es dürfte etwa zu dieser Zeit gewesen sein, am Ende der ersten Phase der Hyksos, dass der Exodus stattgefunden hat. Zu dieser Zeit regierte ein sehr mächtiger Pharao Chairan, und Dudimos, ein Pharao aus dem Süden, erwähnt tatsächlich, und das wird bei Maneto ist das festgehalten, dass er gesagt hat, nachdem Gott, weil Gott war sehr böse mit uns, nachdem Gott uns viele Plagen geschickt hatte, kamen Eroberer aus dem Osten. Er spricht von den Hyksos, möglicherweise die zweite Hälfte der Hyksos-Periode. Das sind deutlich andere Leute als die während der ersten Hälfte in Ägypten gewesen sind. Interessanterweise, der Sohn des Pharao Chairan
ist ein gewisser Janassi, der nach ihm Pharao wird. Und es gibt eine interessante Legende bei den Juden, sogar im Neuen Testament belegt, dass die Feinde des Mose Jannes und Jambres heißen. Sie werden im Neuen Testament erwähnt. Da gab es, das wird in verschiedenen, bei klassischen Autoren zitiert. Und Jannes, wer weiß, ob das auf irgendwas Historisches basiert, ich würde da nicht, mich nicht darauf festlegen wollen, könnte der gleiche sein als Janassi, der Königssohn. Hier haben wir ein schönes Siegel von Chairan und daneben eine Stele aus Tel Adaba, worauf auch Janassi erwähnt wird. Ob das die Pharaonen des Exodus sind? Vielleicht. Die Zeit des Auszugs, die Route des Exodus, die Inschriften vom Sinai. Ich möchte das nur knapp behandeln. Das wird ja auch in der dritten Auflage von Keine Posaunen vor Jericho bereits erwähnt, warum ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass der Horeb, wohin die Israeliten gezogen sind, als sie eben die Gesetzestafeln von Gott bekamen, dass der Horeb nicht in Saudi-Arabien liegt, wie manche Forscher heute behaupten, sondern am traditionellen Ort im südlichen Bereich der Sinai-Wüste und dass die Orte, die auf der Exodus-Route im Buch 2. Mose erwähnt werden, tatsächlich auch am östlichen Rand des ägyptischen Deltas zu suchen sind. So ist dort die Rede von Sukkot. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Sukkot das gleiche ist als Teles Maskuta, wovon wir schon gesprochen haben. Interessanterweise, hier scheint es gut zu passen mit unserer Vorstellung der Abläufe. Denn ein Kritikpunkt vieler Kritiker, die eben den Exodus nicht für ein historisches Ereignis halten, ist, dass man sagt, okay, Sukkot, Teles Maskuta, wichtige Orte, zur Zeit des Exodus, existierte nicht zur Zeit von Ramses II. Wie Archäologen jetzt festgestellt haben. Der Ort war deutlich eine wichtige Stätte zur Zeit dieser früheren Periode, Mittleres Reich, Zweite Zwischenzeit, und dann allerdings erst wieder um 600 vor Christus. Das hat viele dazu verleitet zu sagen, die biblische Geschichte ist spät entstanden. Und man kannte Tel Maskuta, aber aus etwa der Periode um 600 bis 500 vor Christus. Das ist, weil während der Ramessidenzeit Tel Maskutas, biblisch Sukkot, nicht existiert hat. Aber während dieser früheren Zeit hat es existiert. Dann werden andere Orte erwähnt. Es scheint sehr gut zu passen zu der Lage, die wir kennen. Also die ganze Region war geschützt worden von mehreren Grenzfestungen. Da ist eben auch die Rede von Etam. Auch der Ort Pi-Hachirot, wo Israel also dann über das Schilf, also durch das Schilfmeer zieht, trockenem Fuße, ist tatsächlich bekannt aus ägyptischen Quellen, nämlich aus Paharu und bedeutet Kanalmündung. Erwähnt in Papyrus Anastasi aus der Ramessidenzeit. Und interessanterweise, sogar zur Zeit vom Pharao Setos I., Vater von Ramses II., wird der Ort Trennung des Wassers genannt. Gab es damals noch eine Erinnerung an etwas, was dort zu dieser Stelle irgendwann passiert war? Trennung des Wassers? Diese ganze Region, diese Orte da bei Pi-Hachirot waren auch schon während des späten Mittleren Reiches und der Zweiten Zwischenzeit bewohnt gewesen. Sodass es auch sehr gut passt eben zu dieser Periode, wovon wir ausgehen, dass das die Zeit der Israeliten in Ägypten war. Dann haben wir einen Ort, wird Baal-Zephon genannt. Es scheint sich um einen Tempel zu handeln. Wir haben dort auch klare Hinweise aus dem östlichen Delta, dass es so einen Tempel von Baal gab. Im Neuen Reich wird einfach dieser Ort Baal genannt und es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen Ort östlich von Pi-Ramesse, östlich von Tel Adaba, genannt Tel al-Ahmar.
Das Schilf Meer selber wird auch in den ägyptischen Texten als Patufi, Ort des Schilfes, nahe der Hauptzugang zu Ägypten im nordöstlichen Rand zum Delta erwähnt. Das Patufi, Ort des Schilfes. Und was eigentlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass im Papyrus Anastasi 3 alle drei wichtigen Orte zusammen vorkommen. Nämlich Baal, Baal-Zephon in der Bibel, Pachur, Hachirot und Patufi ist der Yamsuf, das Schilfmeer, wird alles im Nordostdelta erwähnt, als beieinander liegend. So was haben wir für eine östliche Lokalisierung überhaupt nicht. Also ist ziemlich klar, die Ägypter wussten auch, wo diese Orte liegen. Wir haben zu dieser Zeit, als wir eben davon, wir gehen davon aus, dass tatsächlich während der frühen zweiten Zwischenzeit die Israeliten aus Ägypten gegangen sind, weggezogen sind, wie wir das auch aufgrund der Ausgrabungen in Tell-el-Maskuta gesehen haben. Zu dieser Zeit haben wir im Sinai Inschriften, die frühesten uns bekannten alphabetischen Inschriften. Es ist ja immer wieder behauptet worden, wie kann es sein, dass ein Mose bereits biblische Texte geschrieben hat? Es gibt gute Hinweise dafür, dass zu dieser Zeit es schon eine Schrift gab, eine frühe vorderasiatische Schriftform, Alphabet, die für diese Leute, Vorderasiaten, bekannt war. Und es ist anzunehmen, dass tatsächlich diese Schriftzeichen verwendet wurden für die frühesten Texten aus der Bibel. Tatsächlich haben diese Leute zu der damaligen Zeit, dass Israel und Ägypten waren, schreiben können. Vielleicht nicht alle Leute haben schreiben können, aber es gab die Möglichkeit, dass Schreiber, auch ein Mose, Texte verfasst haben können zu dieser Zeit. Wir überspringen das hier. Wir haben diese Texte hier ganz nah beim Ort, wo wir traditionell auch den Berg Sinai lokalisieren. Und da gibt es also ganz wichtige Inschriften, die dort aus der Periode zwischen 1800 und sagen wir etwa 1600 vor Christus datieren. Es ist in letzter Zeit in dieser Region sehr viel geforscht worden, vor allem von der Bonner Universität, von den Ägyptologen, die dazu vieles geschrieben haben, auch sehr viele neue Texte entdeckt haben. Und es wurde ganz klar, um welche Leute es sich hier handelt, die dort diese Inschriften hinterlassen haben. Es waren hauptsächlich Minenarbeiter, die im Dienste der Pharaonen standen, ab der Periode Ende 12. Dynastie, die Periode, wo nach unserer Vorstellung tatsächlich die Israeliten nach Ägypten kamen, bis in die Periode, als Israel Ägypten verlässt. Es waren Leute, die sehr nah, sehr eng zusammen mit den Ägyptern gearbeitet haben. Darunter befanden sich allerdings auch südkanaanitische Herrscher, die auch teilweise erwähnt werden. Also es waren nicht nur Israeliten dort, es waren auch andere Leute, die eben aus den Gebieten, so wie aus dem biblischen Midian, aus dem Negev kamen, die dort Minenbau betrieben haben, zusammen mit den Ägyptern. Einer dieser Männer ist ein Sohn des Prinzen von Retinu, von Kanaan, der heißt Keni, was so viel bedeutet wie Keniter. Die Keniter waren verschwägert mit Mose. Ja, gehörten zu den Midianitern. Der Sohn des Prinzen von Retenu, Jahnaam, ist ein weiterer Sohn, der erwähnt wird. Und dieser Name ist sehr schwer zu übersetzen. Aber ein bekannter Ägyptologe, der nicht davon ausgeht, dass zu dieser Zeit die Israeliten in Ägypten waren, schlägt als Übersetzung vor das Wort Jahwes. Keiner hätte es für möglich gehalten, wenn das tatsächlich die richtige Lesung ist, dass wir zu dieser Zeit schon eine Erwähnung für Jahwe, der Gott der Bibel, haben. Ja, zur Zeit eben, als die Israeliten gerade in Ägypten wohnen. Man hat ja viele Inschriften hier gefunden. Vielleicht
basierend auf diese neue Arbeiten der Bonner Universität. Einmal diese Inschrift, Segnungen dem Adar, dem Großen des Lagers, und für Akuf, eine Kurzform für den Namen Jakob. Das muss nicht der biblische Jakob sein, es ist aber ein biblisch klingender Name, wie wir das auch schon in dem Papyrus gesehen haben, wo eben von den Sklaven in Ägypten die Rede war. Typisch biblisch klingende Namen. Es ist die Rede oder ein Lob an dem Ewigen, El, dem Höchsten. Es ist die Rede von El als Vater der Ewigkeit, der König ist. Fast biblisch klingende Zitate. Und eine interessante Text, was auch immer hier gemeint sein mag, eine Lesung nach Ludwig Morenz, Ägyptologie-Professor in Bonn, Stärke die Tafel des Bundes. Von welchem Tafel des Bundes hier auch immer die Rede sein mag. Aber das zu verstehen gegen den Hintergrund der biblischen Geschichte des Auszugs, Mose, die Gesetzestafeln, die Region, wo das alles stattfand, nahe des Horeb, in der südlichen Spitze vom Sinai, ist eine spannende Geschichte, die wir weiter zu verfolgen haben. Abschließend noch kurz zur Zeit der Landnahme. Ausgehend davon, dass der Exodus etwa um konventionell 1600 vor Christus stattgefunden hat, würde es total gut passen, wenn die Landnahme etwa um 1550 konventionell am Ende der mittleren Bronzezeit stattgefunden hat. Und tatsächlich zu dieser Zeit treffen wir eine fast perfekte Übereinstimmung zwischen den Geschichten im Buch Josua und dem archäologischen Befund treffen wir an. Wir sehen hier diese Orte, die im Buch Josua erwähnt werden, dass sie damals existiert haben und viele davon tatsächlich, wie man eben nachweisen konnte, was die Archäologie hergab, eben auch zerstört wurden. Und weitere solche Orte, die eben alle in der Bibel erwähnt wurden, die zu dieser Zeit zerstört wurden. Ja, Jericho wurde ebenfalls zu dieser Zeit zerstört. Jericho war eine mächtige Stadt und so wie die heutige Archäologen, es wird weiterhin auf Tel Jericho gegraben, annehmen, muss es sich um einen wichtigen Feind gehandelt haben, der eben diese Stadt eingenommen hat. Eine gewaltige Zerstörung brachte um 1550 vor Christus oder wenige Jahre später die Stadt aus Periode 4, das ist die letzte mittelbronzezeitliche Stadt, schlagartig zu Fall, sagt Lorenzo Nigro, der heutige Ausgräber. Wir entdeckten keine Indizien dafür, um welchen Feind es sich gehandelt haben könnte, obwohl anzunehmen ist, dass die Stadt eine strategisch wichtige Rolle als Tor zum südlichen Jordanien, aber ich denke auch als Tor zum, nach Palästina gespielt haben muss. Ein signifikanter Angreifer scheint somit historisch naheliegend, da die Stadt so stark zerstört wurde, dass sie mehrere Jahrhunderte verlassen blieb. Situation, die genau zu dem passt, was wir aus der Bibel kennen. Es wurde nämlich auch von Israel verlangt, dass man vor Ort nicht mehr wohnen sollte. Was jemand zur Zeit von König Ahab probiert hat und er wurde dafür bestraft. Es ist nochmal auch angezweifelt worden, ob tatsächlich die Stadt Jericho etwa um 1550 vor Christus, wie mehrere Ausgräber, auch Lorenzo Nigro, vermutet haben, zerstört wurde. Es gab da Zweifel, weil man hat in einem Grab aus dieser Periode ein Siegel gefunden, wie oben rechts zu sehen ist. Ich habe die ganzen Vergleiche angestellt und wir sehen, dass schon während der Hyksoszeit eben auch dieser Typus von Skarabäen belegt ist, sodass eigentlich es keinen Grund dafür gibt, die Stadt, die Zerstörung der Stadt etwas später anzusetzen.
Es ist auch zwei Farbenkeramik gefunden worden, importierte Ware, sogenannt aus Zypern, die klar hinweisen darauf, dass wir etwa die Übergangsperiode hier vorliegen haben zwischen der mittleren Bronzezeit zur Spätbronzezeit, eine Situation, die normal auf die Zeit um 1550 vor Christus zu datieren ist. Wenn das der Fall ist, dürfte frühestens ab 1600 vor Christus das Volk Israel aus Ägypten ausgewandert sein, nach der herkömmlichen Datierung. Es ist nochmal in letzter Zeit in Frage gestellt worden, dass eine weitere Stadt, die von den Israeliten schwer zerstört wurde, Hazor, tatsächlich zu dieser Zeit zerstört wurde. Als großer Kritikpunkt an unsere frühere Datierung. Tatsächlich haben die jetzigen Ausgräber in der Oberstadt in Hazor keine Hinweise auf eine Zerstörung durch Brand, eine Feuerbrunst finden können. Wie aber der Ausgräber aus den 50 und frühen 60er Jahren Yigal Yadin jedoch in der Unterstadt nachweisen konnte. Und ich bin all diesen Sachen nochmal nachgegangen und habe tatsächlich die alten Fotos finden können, wo diese Zerstörungsschicht zu finden ist. Das, was grün mit grünem Pfeil angedeutet wird, ist die Stadt aus der Spätbronzezeit. Darunter haben wir eine dicke Schicht von einer Brandschicht, zu zeigen, dass die Stadt tatsächlich aus der mittleren Bronzezeit durch Feuer zerstört worden ist. Und das Gleiche finden wir auch hier in der Grabanlage in der Unterstadt, dass es da ziemlich gebrannt haben muss. So sagt auch Yadin, Hazor Stratum 3, Mittelbronzezeit 2c, fand ein herbes Ende, als die Stadt durch Feuer zerstört wurde. Eine dicke Ascheschicht trennte es von der jüngeren Schicht. Die Landnahme um 1550 oder eben doch um 1410, wie wir das vorher schon angedeutet hatten, aufgrund der biblischen Texte. Es gibt mehrere Hinweise dafür, dass tatsächlich irgendetwas mit der Chronologie Ägyptens zu dieser Zeit, worauf auch die Datierung der archäologischen Epochen im zweiten Jahrtausend vor Christus basiert, nicht stimmt. Daran arbeiten wir schon seit vielen Jahren und es gibt mutmachende Hinweise, dass tatsächlich die Chronologie um etwa 150 Jahre zu hoch ist an dieser Stelle. Was bedeuten würde, dass wenn die Landnahme etwa um 1550 zu datieren ist, wir es in Wirklichkeit mit etwa 1400 vor Christus zu tun haben könnten. Hier sehen wir die Zerstörung von Jericho um 1400 vor Christus. Hier sehen wir die ägyptischen Dynastien, die eben zeitgleich mit den archäologischen Epochen hier gezeigt werden. Wir wissen, dass diese Perioden zeitgleich waren mit diesen ägyptischen Dynastien, weil wir viel ägyptisches Material in diesen Schichten aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus in Palästina, Israel gefunden haben. Wenn wir nun nachweisen können, dass die ägyptischen Dynastien etwas später anzusetzen sind, also etwas jünger sind, so müssen auch die archäologischen Epochen um genau diese Zeit verkürzt werden, weil wir eben Funde von den Ägyptern in diesen Schichten haben. Man kann also nicht die ägyptischen Dynastien revidieren, ohne auch die archäologischen Epochen revidieren zu wollen. Wir gehen davon aus, dass die Israeliten in Ägypten zu dieser Zeit und eben etwa um dieser Zeit tatsächlich nach Kanaan kamen, während die Israeliten in Ägypten in der Periode davor in Ägypten waren. Die einzige Periode während der gesamten pharaonischen Zeit, wo es viele Vorderasiaten in Ägypten gab. Und wir haben gesehen, dass diese Leute noch vor Ende der Hyksos-Zeit Ägypten verlassen haben. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das ist das Ende des Vortrags.